Tastatur. Tastatur ist eine Vorrichtung, die aus Tasten besteht. Es gibt die Computertastatur und es gibt auch die Tastenreihe eines Tasteninstrumentes, die als Tastatur bezeichnet wird. Warum ist die Tastatur eines Harmoniums so ähnlich wie die Tastatur eines Klaviers? Die meisten Menschen, die mit indischer Musik zu tun haben, insbesondere mit Kirtan, also dem Mantra-Singen, lernen, dass das Harmonium das typische indische Musikinstrument zur Begleitung von Kirtan, von Mantra-Singen ist. Und dem ist ja auch so. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum sieht die Tastatur eines Harmoniums so aus wie die Tastatur eines Klaviers? Das ist ganz einfach. Das Harmonium ist kein klassisch indisches Instrument, sondern es kommt aus dem Westen. Das Harmonium ist eigentlich ein Musikinstrument, welches der Orgel nachempfunden wurde und dann so angepasst wurde, dass es aussieht wie ein, dass es kleiner ist, dass man es auch im Sitzen spielen kann. Früher gab es Harmonium, oder in Deutschland gibt es auch Harmonium. Harmonium wird ähnlich betrieben wie ein Akkordeon oder Mundharmonika. Also der Klang wird erzeugt durch Durchschlagzungen, die von Luft umströmt werden. Und so gehört das Harmonium zu den Aerophonen, also zu den Instrumenten, die durch Luft erzeugt werden. Aber die Tastatur des Harmoniums ist wie die Tastatur eines Klaviers. Harmonium ist also ähnlich wie Orgel, nur mit dem Unterschied, bei der Orgel produzieren die Pfeifen die Geräusche, währenddessen beim Harmonium produzieren die Zunge die Töne. Und das Harmonium hat, wie man sagt, einen weniger reinen Klang, weil die Zungen Obertöne erzeugen. Und das hat auch den gewissen Reiz für die Harmonien. Das Harmonium in Indien hat im Unterschied zu den Harmonien im Westen eben nicht diese hohen Stützen, sondern Harmonium wird auf dem Boden gespielt. Man nimmt an, dass das Harmonium über französische Missionare in Indien eingeführt wurde. Und die Inder haben dann das Harmonium übernommen. Und anstatt, dass die Inder, wie die Franzosen erhofft hatten, alle durch das Singen von Kirchenliedern zu Christen bekehrt würden, haben die Inder ihre klassischen Mantras mit Harmonium begleitet. Und so ist Harmonium sowohl im Hinduismus wie auch im Sikhismus das wichtigste religiöse Musikinstrument geworden.